Hallo bei Kenny Katze Hund, Adventskalendertag Nummer 5. Wir fangen wieder von vorne an und da sich wie anfangs befürchtet die Reihenfolge nun doch nicht wiederholt hat, ist heute Mini dran und macht das fünfte Türchen auf. Wahrscheinlich wird es ihr wieder schmecken. Wenn ihr die anderen Folgen gesehen habt, werdet ihr festgestellt haben, dass Mini fast jedes Mal um den Kalender mit rumgelungert ist und eigentlich den anderen auch ihre Leckerlis klauen wollte. Nun hat das Warten für sie vorerst ein Ende. Wahrscheinlich wird sie auch wieder mögen, was drinne ist. Ja, Mini, wo ist die 5? Mini, wo ist die 5? Guck mal hier. Sollen wir die mal aufmachen? Hier. Oh, riecht gut, ne? Oh, lecker. Lecker Schmecker. Ja, komm her, ich mach dir das auf. Nee, du bist heute immer noch nicht dran. Morgen bist du auch nicht dran, Puck. Da hat Mini heute aber Glück gehabt, denn die Stückchen, die da drin sind richtig riesig. Mini, was für Monsterstücke. Das ging heute viel schneller, als ich erwartet hatte. Normalerweise ist Mini nicht diejenige, die so gierig auf Leckerlis ist. Und obwohl das heute im Vergleich zu den anderen Tagen so große Stückchen waren, hat sie die in Windeseile aufgefuttert. Es scheint ihr sehr gut geschmeckt zu haben. Morgen ist nun der 6. Wir haben Nikolaus und vielleicht ist hinter Tür Nummer 6 ja ein bisschen was Besonderes oder ein bisschen was anderes als jetzt drinne war. Vielleicht eine Mischpackung oder ein bisschen mehr drinne oder eine Überraschungspackung. Vielleicht geht auch alles ganz normal weiter, ich weiß es nicht. Wir werden es auf jeden Fall morgen sehen. Morgen ist Persi dran und egal was drinne ist, ich hoffe, dass Persi morgen so ein bisschen ruhiger ist und diesmal auch mag, was drinne ist. An dieser Stelle, ciao, miau!